Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Birgit von Kreativstempel und heute habe ich für euch das vierte und damit letzte Projekt vom Frankenkorb in Ebern mitgebracht. Und zwar haben wir auf diesem Workshop bei Lena in Ebern dieses schöne Mini-Album gebastelt. Also das ist auch wieder ein ganz, ganz tolles Highlight. Und zwar hier vorne mit diesem kleinen Ausschnittfensterchen. Da kann man eben noch was Schönes reinkleben, wenn man möchte. Und hier dann innen mit mehreren Seiten für eure Fotos, die ihr euch unterschiedlich noch gestalten könnt. Ihr könnt hier noch diverse Klappen und Wasserfallobjekte und so weiter da hinein machen. Es geht hier einfach nur mal so um das Grundprinzip, wie so ein Grundgerüst von so einem Album aussieht. Das Ausgestalten mache ich jetzt nicht mit euch, das könnt ihr dann in Ruhe machen. Diese zwei Klappen machen wir natürlich und ebenso diesen Rohling. Und das reine Ausgestalten, das könnt ihr dann selber machen. Beziehungsweise kommen da auch in nächster Zeit noch einzelne Videos, wo ich euch mal zeige, wie diverse Klappen funktionieren, wie zum Beispiel ein Wasserfallelement funktioniert und so weiter und so fort. Das würde aber jetzt für ein Video viel zu lange dauern. Also dieses schöne kleine Mini-Album machen wir heute gemeinsam. Und zwar machen wir das heute mit dem Designpapier Magnolienweg. Ich finde es so toll. Das ist ein ganz tolles, neues, schönes Designpapier. Das habe ich euch schon mal vorgestellt in einem Video von mir. Es gibt auch noch die Möglichkeit für das Papier- und Bändersharing. Da könnt ihr euch kleine 6x6 Pakete bestellen von verschiedenen Designerpapieren und auch kleine Pakete von Bändern. Ich verlinke euch das nochmal unten in die Infobox. Also das ist super, super gut angenommen worden. Vielen Dank euch dafür. Die Hälfte oder die meisten Pakete sind schon unterwegs. Ein paar werden noch nachgeliefert, weil noch ein paar Schleifenbänder gefehlt haben. Die muss ich noch nachordern, weil das so toll angekommen ist. Also wie gesagt, die Möglichkeit besteht noch den ganzen Juni lang. Wer möchte, kann noch dran teilnehmen. So, also mit diesem schönen Designerpapier arbeiten wir und ich zeige euch jetzt erstmal, was ihr alles dafür braucht. Das ist dieses ganze Paket hier. Und zwar, ich schreibe euch auch wieder alles unten in der Infobox. Da ist dann ein Link zu meiner Homepage www.kreativstempel.com und da verlinke ich euch das nochmal alles hin. Also, ihr braucht Graupappe. Und zwar, die ist 1,5 cm dick. Da müsst ihr mal gucken, was ihr zu Hause habt. Ihr könnt auch 2 cm oder 1 cm dick nehmen. Das bleibt euch überlassen. Ihr braucht zwei Stückchen in 20,3 x 10,2 cm. Hier ist es allerdings einfacher, das in Inch zuzuschneiden mit dem Hebelschneider am besten. Also 4 Inch mal 8 Inch. Zwei Stück. Ja? Dann braucht ihr hier für die, das sind quasi die Vorder- und Rückseiten. Jetzt braucht ihr hier noch diese Rückseite. Da braucht ihr noch ein Stückchen in 20,3 x 2,5 cm beziehungsweise 8 Inch mal 1 Inch. Also das ist wirklich besser in Inch zuzuschneiden, ist viel einfacher. Ihr braucht ein Cuttermesser. Dann braucht ihr noch eine Schablone. Die ist 2 x 2 Inch, also 5,1 x 5,1 cm. Mit der schneiden wir uns dann hier hinterher dieses Fenster aus. Und die ist auch aus Graupappe. Dann braucht ihr noch eine Cut- und Schneidunterlage, die schön fest ist. So, dann braucht ihr noch jede Menge Papier. Und zwar braucht ihr einmal zwei Stücke Designpapier für außenrum, um das Papier, um die Graupappe zu beziehen. Und zwar zwei Stücke in 25 x 12,5 cm. Da habe ich mich für dieses entschieden. Dann braucht ihr noch ein Stückchen für das Fenster, 6,5 x 6,5 cm. Für die Innenseiten, um die hier zu bekleben, brauchen wir zwei Stückchen, da habe ich mich diesmal für Farbkarton in Waldmoos entschieden. Ihr könnt aber auch Designerpapier nehmen, 10 x 20 cm zwei Stückchen. Dann braucht ihr noch Farbkarton. Ich habe mich jetzt hier für Blütenrosa entschieden. Der passt nämlich hier wunderbar dazu. Und zwar vier Stück in verschiedenen Maßen. Und zwar der erste große, jetzt habe ich es genau verkehrt gemacht, egal. Der erste große ist 20 x 22 cm. Das falzen wir gleich noch. Einen zweiten in 21,5 x 20 cm.
einen dritten in 21 mal 20 cm und einen vierten in 20,5 mal 20 cm. Und zwar sind das hier die Innenseiten. Und für diese beiden Klappen braucht ihr noch zwei Streifen, auch in Blütenrosa oder jeder anderen Farbe, die ihr möchtet, in 9 mal 20 cm zwei Stück. Und dann braucht ihr noch zum Ausgestalten Designerpapier, das zeige ich euch aber später. So, jetzt fangen wir erst einmal an mit unserer Graupappe. Und zwar habt ihr euch die jetzt zugeschnitten, die zwei Stücke für die Vorderseiten und für die Rückseite. Und jetzt habe ich euch ja gesagt, ach so, ihr braucht noch Buchbinderleinen. Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. Und zwar diesen selbstklebenden Buchbinderleinen, um hier hinten das zusammenzuhalten, die Rückwand mit den Seitenteilen. Und zwar gibt es da selbstklebende Buchbinderleinen. Wo ihr das findet, verlinke ich euch hier unten in der Infobox zu einer Firma, die das sehr, sehr umfangreiche Auswahl hat. Und zwar muss das Buchbinderleinen 8 cm breit sein mal 43. Ihr könnt das auch mit einem Fünfer probieren. Da ist es hier vielleicht so ein Stück überlappend. Könnte auch gehen. Kann nur sein, dass das dann durch die Spannung sich hier aufhebt. Ich weiß es nicht. Das wäre mal ein Versuch wert. Also versucht es mal mit 5 cm, aber besser ist, glaube ich, 8 cm. Also 8 breit und 43 cm lang in einer Farbe, die halt dazu passt. So, und jetzt zurück zu unserer Schablone, die 2x2 Inch ist. Und zwar brauchen wir die, um das hier vorne auszuschneiden. Das habe ich aber schon mal vorbereitet, weil das dauert sonst zu lang. Ich zeige euch aber, wie es geht. Ihr legt euch das hier so leicht nach rechts versetzt, ungefähr in dem gleichen Abstand zu rechts und nach unten auf. Nehmt euch euer Cutmesser und schneidet das mit dem Cutmesser schön aus. Dazu braucht ihr eben so eine feste Unterlage und da bekommt ihr das dann schön rausgeschnitten. Das geht eigentlich ganz einfach und dann sieht es so aus. Ja, das habe ich wie gesagt schon mal vorbereitet und dann könnt ihr die Schablone aufheben, wenn ihr nochmal solche Alben machen wollt. So, und der zweite Schritt ist jetzt der, dass wir unser Designpapier, dass wir die Graupappe mit Designpapier bekleben. Und dazu nehmt ihr die zwei Stückchen Designerpapier in eurer Wahl mit den Maßen 25 mal 12,5 Meter. Zentimeter, oh Gott, wäre ein bisschen viel. Wie komme ich auf die Maße? Und zwar folgendermaßen. Es ist so, dass ihr die eine Seite hier bündig anlegen könnt, da muss nichts überstehen. Und bei den anderen drei Seiten sollten immer so 2 cm mindestens überstehen. Und so ergibt sich dieses Maß. Ja, okay. Also, ihr legt euch jetzt das erste Papier so hin, dass die Innenseite euch anschaut. Also die, die nach innen draufkommen soll. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr diese erste Klappe mit dem Fensterchen so hinlegt, dass die Seite, wo das Fenster nicht ist, hier abschließt. Und die Seite, wo das Fenster ist, dahin zeigt, wo das Papier überlappt. Das ist ganz wichtig. Ich habe das nämlich auf dem Frankenkorb falsch gemacht und dann durfte ich das Ganze nochmal machen. So, also die Seite, wo das Fenster nicht weit darüber steht, hier an grenzen lassen. Jetzt nehmt ihr euch doppelseitiges Klebeband. Dazu könnt ihr euch dieses Sticky Tape nehmen. Das ist dieses hier, dieses rote, oder ihr nehmt euch doppelseitiges Klebeband, wie ihr möchtet. Jetzt drehe ich mir den Karton einmal auf den Kopf und klebe jetzt hier auf die Rückseite mein doppelseitiges Klebeband. Das hier nehme ich mal zur Seite, dass ihr nicht durcheinander kommt. Schön überall außenrum. Schön an den Rand. Damit es nachher auch wirklich gut hält. Und dazu klebt ihr euch am besten auch hier um das Fensterchen herum, damit es eben hier auch gut hält. Genau am Rand euer doppelseitiges Klebeband auf, damit sich das da nicht aufhebt, ne? So. Und dann auch am besten hier noch ein paar Streifen drauf machen. Also da nicht geizig sein. So. Dann nehmt ihr euch ein Halsband. Entschuldigung. Und streicht es hier noch mal fest.
Und dann könnt ihr euch mit eurem Aufhebhelfer hier die Klebefolie abziehen von der Rückseite. Überall. Das ist immer ein bisschen frickelig und friemelig. Braucht man ein bisschen Geduld. Aber es ist ja auch beruhigend. Also mir geht es so, das Basteln, das entspannt mich, das beruhigt mich. Und ja, das ist meine Wellness-Auszeit, sage ich immer. So, das muss nur noch runtergehen, ohne dass ich den Streifen wieder mit abziehe. So, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht den Klebestreifen wieder mit abzieht, weil dann müsst ihr einen neuen verwenden. Der hält dann nicht mehr. Das ist das, was ich meine. Das ist ein bisschen frickelig. Bei diesem Papier. Bei der Graupappe, da muss das wirklich gut kleben. Da vielleicht mit dem Fingernagel mal so ein bisschen hin und her ruckeln. Ups, schaut ihr da. Das sollte nicht passieren. Und dann, ja, das ist ein bisschen Friemelarbeit. Vielleicht nehme ich beim anderen mal das Digi-Tape. Vielleicht geht es einfacher, weil bei dem Stampin' Up doppelseitigen Klebeband klebt diese Klebefolie so gut an dem Papier, an dem Klebestreifen, die kriegt man ein bisschen schlechter ab. So, und jetzt wieder wichtig. Also die Seite, wo das Fenster nicht ist, die kommt jetzt hier auf euren Farbkarton, auf euer Designerpapier. Also rechts anlegen, Fenster schaut nach da und hier schön bündig an diesem Rand und dann schön aufdrücken. So, dasselbe macht ihr jetzt mit dem anderen Farbkarton und da ist es jetzt egal, an welcher Seite das anliegt, nicht Farbkarton. Mit dem Graupappe-Karton, da ist es jetzt egal, an welcher Seite es anliegt, weil da haben wir ja kein Fenster. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, ich bin zurück und habe jetzt das vorbereitet. So, jetzt nehmen wir uns wieder unser Vorderteil mit dem Fenster. Jetzt müssen wir hier noch das Fenster hineinschneiden. Dazu nehmt ihr euch, wie gesagt, hier diese feste Unterlage. Und ihr nehmt euch ein Cutmesser und schneidet euch jetzt hier mit dem Cutmesser einmal hier schräg von der einen Ecke zur anderen das Papier durch. Macht das vorsichtig und dann noch einmal hier schräg von der einen Ecke zur anderen das Papier durch. Und dann habt ihr hier das Papier oder das Fenster offen. Wenn es nicht ganz durch ist, geht er noch mal durch bis zum Eck. So wie jetzt hier bei mir. Und dann passt das, ne? Macht das schön vorsichtig. Schneidet euch nicht. Die Cutmesser sind sehr, sehr scharf. Und dann gleich wieder verschließen. So, und jetzt wird das Ganze hier nach außen geklappt. Dazu nehmt ihr euch wieder euer Falzbein zur Hilfe und falzt das hier so ein bisschen rum, dehnt das Papier so ein bisschen vorsichtig, dass es nicht reißt. So. So. Und dann sind hier die Kanten schön ordentlich und gerade. Und das Ganze klebt ihr euch jetzt hier auch fest, wenn ihr das gemacht habt. Und zwar könnt ihr euch da auch wieder ein doppelseitiges Klebeband dahinter machen, indem ihr das hier einfach auf die Dreiecke klebt. Das ist eben hier. Das könnt ihr auch mit Tombow machen, wenn ihr wollt. Das geht auch. Machen wir den Rest mit Tombow, da geht es vielleicht schneller. Also wir können das auch mit Tombow machen, dann dauert es vielleicht nicht so lange. Ich mache jetzt mal die eine Ecke. Es wird ja dann hinten noch festgehalten mit dem Papier. Also von daher ist das jetzt hier nicht so schlimm. Und wobei ich auch wirklich sagen muss,
dass Tombow wirklich super, super, super gut hält. Also Tombow ist eines der besten Kleber mit, die es gibt. Also da geht es vielleicht einfacher, wenn ihr das mit Tombow macht. Wenn wir hier rauskommt, ne? Wichtig ist, dass ihr die Ecken gut festklebt und dann schön hier nochmal an die Kante drücken, dass es hier schön auf dem Papier an der Kante hier fest ist, ne? Also diese Kanten hier, dass die schön sind. Die könnt ihr euch auch hier nochmal nachfahren dann. Von außen her. Und dann passt das gut. Schön nochmal andrücken. Bei Tombow müsst ihr halt ein bisschen länger warten, bis der richtig fest ist. Und dann passt das wieder. Diese kleinen Ecken hier, die könnt ihr abschneiden. Die da überstehen. Und dann ist das auch schon erledigt. So, dann kann die Matte wieder weg. Und dann können wir jetzt hier die Seiten einbinden von unseren vom Einband. Und zwar nehmt ihr euch jetzt dazu ein Geodreieck. Und zwar müssen wir hier die Ecken ein bisschen abschneiden. Wichtig ist aber, dass wir das hier nicht genau an der Kante von der Ecke machen, sondern noch ein bisschen überstehen lassen, dass wir diese Ecke mit eingebunden haben. Und dazu gibt es ja hier diese schönen Geodreiecke. Und da seht ihr ja hier diesen rechten Winkel eingezeichnet und den legt ihr euch hier auf die Ecke von eurer Graupappe und dann fahrt ihr einfach einen Millimeter weiter nach außen und dann zieht ihr euch einen Bleistiftstrich. Seht ihr, was ich meine? Und dann habt ihr hier noch einen Millimeter Platz und wenn es dann nach oben klappt, ist die Ecke mit eingebunden. Ja? Und das macht ihr jetzt an diesen beiden Ecken. Ihr könnt es auch frei Schnauze machen ohne Geodreieck. Das bleibt dann euch überlassen. Ich mache es lieber so, da bin ich auf der sicheren Seite und mache das ordentlich, ne? Und dann schneidet ihr das einfach hier ab. Später mal, wenn ihr das regelmäßig macht, dann macht ihr das ohne Geodreieck. Wichtig ist nur, dass ihr dann euch nicht zu viel abschneidet. So, und jetzt kippeln wir hier diese Seiten so ein bisschen über das Papier. Das muss man zwar bei Designpapier nicht unbedingt machen. Das ist dazu da, dass sich das Papier hier ein bisschen in die richtige Richtung dehnt. Wenn ihr was mit Farbkarton einbindet, ist es allerdings sehr, sehr wichtig. Oder mit dicken Designerpapier. Es gibt ja auch Designerpapier, das mehr Grammatur hat als jetzt dieses, also was dicker und fester ist. Dann ist es wichtig, dass ihr das da schon mal hindehnt, so ganz vorsichtig das Papier, damit es euch nachher eben nicht reißt. So, und wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr euch jetzt wieder doppelseitiges Klebeband und dann klebt ihr euch wieder ein Stückchen hier oben auf den Karton, direkt am Rand und das zweite hier am Rand von eurer von eurer Klebelasche. Das ist ja genauso wie beim Verpacken von Geschenkverpackungen auch eine Klebelasche. So, und dann könnt ihr euch sicher sein, dass das auch wirklich gut befestigt ist, weil so ein Album soll ja viele Jahre halten. Das ist ja eine Erinnerung fürs Leben. Und deswegen lieber ein bisschen mehr Kleber verwenden als zu wenig, dass es dann nicht kaputt geht. So, dann nochmal feststreichen hier mit dem Falzbein. Das ist auch ganz wichtig, dass der Kleber richtig am Karton klebt. Und dann fangt ihr an, am besten immer mit dem Ober- und Unterteil. Und zwar erst beide Seiten oben und unten machen und dann erst die Seite einklappen. Warum, zeige ich euch gleich. Ihr zieht also beide Klebestreifen ab. Und kippelt das dann hier so rum. Und dann könnt ihr das hier mit dem Falzbein schön festdrücken. So, auf der gegenüberliegenden Seite das Gleiche. Dann kippelt ihr euch das wieder so über die Kante von der Graupappe. Ah, und hier seht ihr schon,
haben wir jetzt zu viel. Das würde hier in das Fenster reinragen. Also schneiden wir hier noch ein Stückchen ab und kleben nochmal neu hin. Das ist kein Beinbruch. Sowas sieht man oft erst hinterher. Also, weil das würde sonst in das Fenster reinragen, ne? Dann machen wir das nochmal neu. Das klebt wie Atze, das Klebeband von Stampin' Up. Ich finde es hammer gut. Das ist zwar nicht ganz so günstig, aber das klebt wirklich richtig, richtig fest. Das ist doppelseitige Klebeband. Da braucht man echt keine Angst haben, dass das wieder aufgeht. Und das ist ja der Sinn und der Zweck von einem Kleber, ne? So, jetzt haben wir ja hier noch diese Ecken, die hier so ein bisschen überstehen. Und damit die nachher nicht als so komische spitze Ecke wegzipfeln, knicken wir uns das hier so rein. Seht ihr das? Also ihr legt das vor euch hin und geht hier mit dem Falzbein einmal so um die Ecke, um die Kante und dann schwuppst ihr euch hier so das Papier um die Ecke. Und dann wird es mit eingefasst. So, und dann nehmt ihr euch hier auf der Seite den Kleber ab. Und dann wird auch diese Seite eingebunden. So, hier ist es auch ein bisschen zu dick, aber hier ist es nur ein Millimeter. Dann schneide ich mir diesen Millimeter auch weg, dass der da nicht reinschaut. Ich schneide das mal von hier. Das ist halt jetzt ein bisschen schwieriger, weil Kleber dran ist. Sollte man eigentlich nicht mit der Papierschere machen. Man sollte eigentlich immer eine extra Schere haben für Kleber. Ich habe jetzt aber keine mit an meinen Videoarbeitsplatz genommen. Deswegen, wenn euch das mal passiert, dann könnt ihr hinterher die Schere reinigen. Mit ein bisschen Nagellackentferner zum Beispiel gehen diese Klebereste wieder gut weg. Oder ihr müsst halt wirklich kräftig mit richtig warmem Wasser und Seife, dann geht es auch weg. So, jetzt kippeln wir uns das jetzt hier auch um. Wenn jetzt hier der Rand so ein bisschen ausgefranst ist, macht es nichts, weil hier kommt ja nachher noch was drauf. Ne? Also das ist wichtig, ist nur, dass hier die Kanten, dass die jetzt schön zugeklebt sind hier. Und alles andere ist jetzt noch gar nicht so wichtig. So, und jetzt haben wir hier die Vorderseite von unserem Buch. Wenn jetzt hier noch so Fransen sind, die macht ihr euch weg. Da seht ihr jetzt, es ist schön eingebunden. Wenn das hier noch ein bisschen noch nicht richtig ist, dann könnt ihr da nochmal nachfahren mit dem Falzbein. Und das wird die Vorderseite. Das gleiche macht ihr jetzt mit der Rückseite. Das habe ich schon vorbereitet. Klebestreifen drauf, rumkippeln und zukleben. Und dann habt ihr jetzt eure Vorder- und eure Rückseite. So, und jetzt geht es weiter mit unserem Rücken, also dieses Teil hier, und mit dem Buchbinderleinen. Ihr nehmt euch jetzt das Stückchen Graupappe, was noch übrig ist, mit den Maßen 20,3 x 2,55 cm bzw. 8 x 1 Inch. Und das müssen wir jetzt zusammenbringen. Und das machen wir mit unserem Buchbinderleinen. 8 cm breit und 43 cm lang in einer Farbe eurer Wahl. Ich habe mich hier für dieses Grau entschieden. Und jetzt legt ihr euch... Ach halt, wir haben noch was vergessen. Sorry, wir müssen ja noch was machen. Entschuldigung, das habe ich jetzt ganz übersehen. Obwohl, das können wir auch später noch machen. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Ne, wir machen erst Buchbinderlein. Alles gut. Okay, also ihr nehmt euch jetzt das Buchbinderleinen. Und zieht euch jetzt hier oben ein Stückchen ab von der Klebefolie, das ist ja selbstklebend. Und zieht es aber noch nicht ganz ab. Das ist auch ein bisschen friemelig. So, zieht euch das so ein Stückchen ab und dann legt ihr euch das hier auf euren, auf eure Unterlage. Und dann orientiert ihr euch am besten hier an diesen an diesem Karo-Raster, dass es nämlich gerade liegt, weil wichtig ist, dass euer Buch nachher gerade liegt und gerade eingebunden wird. Weil wenn das dann schief ist, sieht es natürlich nicht schön aus. Also wir wollen ja hier gerade Ränder haben, ne? So, jetzt legt ihr euch das also hin und orientiert euch hier an diesem Karo. So, dann nehmt ihr euch euer Mittelstück und das legt ihr euch jetzt in die Mitte. Und zwar solltet ihr hier oben noch so 2 cm überstehen haben.
Dazu zieht ihr euch die Klebefolie noch ein bisschen runter und schaut, dass es hier gerade drauf liegt. Ich hoffe, ich bin in der Kamera komplett. Also, wie gesagt, gerade hinlegen und das Mittelteil jetzt auch möglichst gerade auf den Klebestreifen legen, auf euer Buchbinderleinen. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist gerade, dann drückt ihr das fest an. So, und jetzt hole ich mir noch ganz schnell ein Stückchen Buchbinderlein, habe ich nämlich vergessen, weil das möchte ich gerne hier dazwischen stellen. Ich bin sofort wieder da. Ganz kurzen Moment. Schon zurück. Entschuldigt. Was man nicht im Kopf hat, hat man die Füße. Und zwar möchte ich das gerne hier dazwischen stellen, damit ich einen ausreichenden Abstand zwischen den beiden Kartons habe, weil sonst können wir das Buch nicht schließen. Wenn ihr das direkt Kante an Kante legt, könnt ihr das hier nicht umklappen. Ja, also ihr müsst mindestens eine Breite, so breit wie euer Karton ist, Platz dazwischen lassen. Das heißt also, ich lege mir jetzt hier, ich fange mit der rechten Seite an, am besten hier oben bündig diese Pappe einfach dazwischen und dazu legen wir jetzt nebendran unsere Rückseite auf die rechte Seite und das macht ihr am besten, indem ihr aufsteht und orientiert euch wieder an den Linien und schaut, dass ihr das hier gerade daneben legt. Orientiert euch hier, wie gesagt, an diesen Linien. Bin noch ein kleines Stückchen zu weit unten. Und lasst oben bis unten diese Kante und schaut, dass ihr hier gerade seid. So, und dann könnt ihr das rausziehen und wenn ihr meint, es passt, drückt ihr es fest. Und jetzt habt ihr hier diese 1,5 mm. Entschuldigung, meine Stimme versagt. Und das gleiche machen wir hier nebenan. Nicht nebenan, sondern auf der linken Seite. Also orientiert euch wieder an den Linien. Oben und unten ausreichend Platz haben, aber auch hier gerade abschließen mit dem Mittelteil. Und wenn ihr meint, das passt, dann legt ihr es ab. Drückt es fest und zieht hier euer Buchbinderleinen wieder raus. Also ihr müsst hier eine gerade Linie haben und aber auch hier gerade und den gleichen Abstand. Und wenn das dann passt, einfach festdrücken. So, jetzt könnt ihr den Teil hier oben umknicken. Dazu nehmt ihr euch am besten ein Falzbein zur Hilfe und knickt es hier mal so an den Rand und dann gleichmäßig nach unten. Und hier einfach mal von oben festdrücken und mit dem Falzbein drüber fahren. Jetzt macht ihr hier unten den restlichen Streifen Klebeband ab oder Schutzfolie. Und jetzt nehmt ihr das nach oben, zieht es hier schön fest. Ja, dass es hier unten schön fest abschließt und es soll aber auch möglichst gerade hier oben mit dem anderen abschließen. So, wenn das passt, festdrücken und dann auch hier unten noch mal drüber fahren und hier überall mit dem Falzbein drüber gehen und schön ordentlich festdrücken. Von der anderen Seite auch, dass das wirklich überall schön fest ist. So, und jetzt dreht ihr es noch mal rum und drückt jetzt hier einfach in dieser Falz mit dem Falzbein einmal ordentlich rein und fahrt hier mal ordentlich lang. Und dann könnt ihr dabei hier euer Seitenteil nach oben drücken. Und fertig ist euer Einband. Sieht doch edel aus, oder? Ich finde es totschick. Also ich liebe diese Produktlinie Magnolienweg. Das ist ganz, 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 ganz toll. Ein schönes, schönes Set. Also hammer, hammer schön. So, jetzt geht es weiter. Nachdem wir das jetzt eingebunden haben, kleben wir jetzt hier unser Fenster zu. Ja? Und zwar haben wir uns auf der ein Stückchen Designpapier ausgesucht, welches wir hier durchsehen wollen aus dem Block und das hat die aus dem Designpapierblock und das hat die Maße 6,5 mal 6,5 und das kleben wir jetzt hier von innen dahinter. Das könnt ihr jetzt wieder mit Tombow machen, könnt es aber auch mit doppelseitigem Klebeband machen
und klebt euch das hier schön auf die. Jetzt müsst ihr natürlich den Kleber auf die Vorderseite aufkleben, ganz klar. Ne? Und dann hier festkleben. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu klein geschnitten, so dass man dann den Kleber sieht. Das wäre natürlich nicht gut. Aber normalerweise müsste es gehen mit so einem ganz einfachen. Ich glaube, das hat 1,5 mm Breite. Ihr könnt es aber auch mit Tombow kleben, ne? Falls das jetzt falsch ist, müsste ich natürlich noch mal neu zuschneiden. Aber ich glaube, es müsste passen. Dann zieht ihr euch die Klebefolie ab und klebt euch das von hinten dran. Es wird heute wieder ein etwas längeres Video, ist ja klar. Also Mini-Alben gehen, wie gesagt, nicht so schnell wie eine Karte. Das dauert natürlich seine Zeit, ist ja klar. Dafür hat man dann eine schöne Erinnerung, ne? So, und jetzt klebt ihr euch das hier schön von hinten dagegen. Und man sieht nichts vom Kleber. Wunderbar. Und da könnt ihr euch natürlich was raussuchen, was euch da gefällt, was da reinpasst. Und da kann man nachher auch noch eine Blüte reinkleben oder man kann hier ein Foto reinmachen. Also wie man das möchte. Ja, da kann man sich hier dann noch was überlegen. Oder man macht ein Etikett drauf und schreibt drauf, welches das jetzt ist. So, und dann brauchen wir die zwei Stückchen in Waldmoos. Und da bekleben wir jetzt hier quasi die Innenseiten damit. Und zwar hatte ich hier gesagt, ihr könnt auch Designerpapier nehmen. Ich nehme jetzt hier Farbkarton, dann ist es mir nicht zu bunt. Und zwar zwei Stücke in 10 x 20 cm. Und das kleben wir jetzt hier auf die Innenseiten. Auch das mache ich jetzt wieder mit, obwohl das mache ich mit Tombow, das geht genauso. Mit Tombow schön benetzen. Also da müsst ihr wirklich gut mit Kleber arbeiten, dass dann sich nichts wieder ablöst. Und das dann hier schön gleichmäßig von allen Seiten her einen Rand lassen. Auch hier von der Innenseite, von oben und von unten schön zukleben. Und das auf der Rückseite natürlich auch. So, hier noch mal ein bisschen was. Also wie gesagt, hier nicht sparen mit Kleber. Und auch das wieder schön hier hineinkleben, schön gleichmäßig den Kleber verteilen und festdrücken. So, und jetzt kommen wir hier zum Innenleben. Wir machen also jetzt hier diese Seiten. So, dann kann das hier erstmal beiseite gelegt werden. Und zwar hatten wir ja hier diese vier Bögen, die wir vorhin am Anfang, die ich euch gezeigt hatte. Und zwar nehmt ihr euch jetzt den ersten Bogen. Ich habe mich hier für Blütenrosa entschieden, der die Maße 20 mal 22 cm hat. So, dann braucht ihr euer Falzbrett. Und wichtig ist, falzen, nicht schneiden. Also die Schneidklinge so weit wie es geht zur Seite legen. Und ihr nehmt euch, wie gesagt, den Bogen 22 mal 20 cm. Und den legt ihr jetzt hier mit der langen Seite an, also die 22 cm ist oben und wir falzen die erste Falzung bei 10 cm und bei 12 cm. So, dann sieht es so aus. Jetzt kommen wir zum zweiten Blatt. Das hat die Maße 21,5 mal 20 cm. Wir legen wieder die lange Seite mit 21,5 oben an und falzen bei 10 und bei 11,5 cm. Dann sieht es so aus. Wir nehmen das zweite Blatt. Das hat die Maße 21 mal 20 cm. Legen wieder die lange Seite oben an und falzen wieder. Also immer kontrollieren, dass ihr die richtige Seite habt, weil es ist bei den Maßen, kann man sich da schnell verschauen, es ist ja nur 1 cm Unterschied. Legen also wieder bei 10 cm an, machen die erste Falzung und die zweite bei 11 cm.
So, und jetzt kommen wir zum letzten Blatt. Das hat die Maße 20,5 x 20 cm. Wieder mit der langen Seite anlegen. Die erste Falzung ist wieder bei 10 cm. Und die zweite bei 10,5. Also hier haben wir quasi alle 5 cm eine kleinere Falzung gemacht. Ihr werdet es gleich sehen. Das sind jetzt die Innenseiten. Und jetzt machen wir noch die zwei Klappen. Und zwar diese hier ganz in der Mitte. Diese hier. Ja? Und zwar habt ihr da zwei Stückchen in 9 x 20 cm in der gleichen Farbe. Und jetzt falzen wir das eine auf der linken Seite bei einem Zentimeter und das andere auf der rechten Seite. Ich mache jetzt nur beides auf der, falze hier an mein Falzbrett auf der rechten Seite, weil ich das links hier schlecht anlegen kann, weil hier keine Gegenleiste ist. Deswegen mache ich das hier. Und eigentlich ist es ja auch egal, es ist ja ein Farbkarton, das kann man sich ja nachher umdrehen. Wichtig ist, dass ihr jetzt einmal links und einmal rechts eine Falzung habt. Also das ist, wie gesagt, könnt ihr euch ja nachher drehen. Dann kann das Falzbrett weg. Und jetzt setzen wir uns das Ganze zusammen. Und zwar erstmal falzen wir hier von jedem Blatt die Falzungen nach. So, und dann kommt das hier so ineinander und dann könnt ihr schon erkennen, was das wird oder wie das wird. Das ist die nächst kleinere und die ganz kleine kommt dann in die Mitte. Mein Falzbein sieht schon wieder aus, ist von dem ganzen Kleber, muss ich heute unbedingt mal einer Wäsche unterziehen. Das kennt ihr bestimmt auch, ne? Von den ganzen Kleberesten. Also ich mache das bestimmt einmal die Woche. Wenn man so viel bastelt. Ja, okay. Und dann wird es hier alles ineinander geklebt. Und zwar macht ihr jetzt Folgendes. Ihr dreht euch das rum auf die Rückseite und macht jetzt hier Klebestreifen drauf. Doppelseitige Klebestreifen. Auf dem ganz letzten, äußersten macht ihr euch zwei hin. Und zwar immer kurz vor der Falzlinie. Und den lasst ihr aber bitte noch nachher dran. Ja, der kommt dann hier in unsere Buchhülle rein. Und deshalb nehmt hier so viel Kleber, wie nur geht. Da machen wir nachher noch einen in die Mitte dazwischen. So, dann kommt das nächste Blatt. Auch da wieder am besten zwei Streifen, weil diese Seiten halten ja die Fotos und die werden hin und her geblättert. Und das muss auch gut halten. Deswegen rate ich euch da auch, einen guten Kleber zu nehmen. Ihr könnt es auch mit Tombow kleben, aber ich rate euch da wirklich mit doppelseitigen Klebeband zu arbeiten. Hier bei den schmäleren passt dann nur noch einer hin. Hier ist meiner ein bisschen zu breit, aber das macht nichts. Da zeige ich euch gleich, wie ihr das ändern könnt. So, und zwar fangen wir jetzt einmal an mit dem größten und dem zweitgrößten. Von dem ganz großen lasst ihr das bitte hinten noch dran, weil das klebt man dann gemeinsam ins Buch. Von dem zweitgrößten nehmt ihr euch jetzt hier hinten die Kleber ab, die, wie sagt man denn, Trägerfolie, glaube ich, sagt man dazu. Und dann wird es hier genau in die Mitte reingeklebt. Das heißt also, ihr müsst da ein bisschen aufstehen und gucken. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und schaut, dass ihr hier oben, orientiert euch am besten vielleicht hier am Rand und dass ihr in der Mitte seid. Wisst ihr, wie ich meine? Also, dass es hier am Rand gerade anliegt und dann aber auch gerade hier von den Linien her ist. Und wenn das passt, dann drückt ihr das fest. Ja, und dann ist es quasi so ineinander geklebt. Warum lassen wir den Platz dazwischen? Weil hier kommen ja noch Fotos und Dekoration rein und deswegen braucht man hier ein bisschen Platz, ne? So, das nächste macht ihr mit dem drittgrößten Stück. So richtig schön mittig und ordentlich reinkleben. Sonst wird das Buch nachher schief. Also wirklich hier so an der Kante einmal anfangen, orientieren
dass es schön mittig ist. Und dann erst da drüben ansetzen und dann festdrücken. Und mit dem letzten Bogen macht ihr das genauso. Und da hatte ich euch ja gesagt, dass das hier ein bisschen übersteht. Das macht gar nichts. Dann knickt ihr das hier einfach so um und schwuppst das mit dem Finger so in die Mitte. Ja? Wenn ihr nicht so ein ganz schmales Band habt. So. Und dann setzt ihr das genauso wieder hier zwischen diese zwei Falzlinien und schaut, dass es gerade angesetzt wird und dann wieder festdrücken. So. Jetzt haben wir schon den ersten Teil geschafft. Jetzt könnt ihr das nochmal ordentlich nachfalzen hier, wenn ihr das wollt. Einmal in die Richtung und einmal in die Richtung, damit es nachher auch schön hält alles und sich schön umklappen lässt. Und jetzt machen wir hier noch die Innenklappen dran. Und zwar diese beiden Flügelchen. Dazu klappt ihr euch jetzt das komplett auf und nehmt euch diese beiden, die wir vorbereitet haben. Und jetzt falzt ihr die hier an der Falzlinie einmal nach. Dann macht ihr euch auch hier einen doppelseitigen, ein doppelseitiges Klebeband drauf oder Tombow, wie ihr das lieber möchtet. So. Und dann klebt ihr euch diese eine Seite auf die linke Kante und direkt hier an die Kante, so dass es dann hier gleich abschließt. Dazu zieht ihr euch wieder hinten die Trägerfolie ab, haltet es dann so umgeklappt und legt es dann wieder wie vorhin erstmal an einer Seite an, dass es an jeder Ecke bündig ist. Und dann nehmt ihr euch hier die Seite so hoch und setzt es hier rechts an. So, und dann könnt ihr es festdrücken, weil so könnt ihr es am leichtesten anbringen. Dann noch einmal mit dem Falzband nachziehen und schon ist die linke Klappe fertig. Und das gleiche macht ihr hier nebenan. Ordentlich falzen, Trägerfolie abziehen. Und dann wieder hier an der einen Seite ansetzen. Dann hier gleich gucken, dass es gerade ist. Und dann auch hier festdrücken. Und dann innen nochmal drüber fahren. So, und jetzt sind die Klappen auch fertig. Und jetzt bringen wir das Ganze hier hinein. Und zwar wird es direkt hier auf die Buchbinderleinen geklebt, ja? Das heißt also, ihr zieht euch jetzt hier die Schutzfolie ab und dann klebe ich nochmal eins in die Mitte, dass es auch wirklich überall gut klebt. Das heißt, ich klebe jetzt hier nochmal eins in der Mitte drüber, da wo jetzt kein Kleber war. So. Drücken wir das hier nochmal fest und ziehe auch hier die Trägerfolie ab. Und dann setze ich mir das hier auch mittig in mein Buch. Und dazu nehmt ihr euch jetzt auch hier, guckt einmal vorher, dass das schön in der Mitte sitzt, dass es links und rechts den gleichen Abstand habt und legt es wieder erst auf einer Seite an, bevor ihr es dann festdrückt, ne? Dass es wirklich schön mittig ist. Also da bin ich jemand, da lege ich immer sehr viel Wert drauf. Jetzt ist es mir oben noch zu nah am Rand. Also bevor ihr das festdrückt, wirklich noch einmal drüber gucken. Jetzt ist es mir da zu schräg. So, jetzt passt es. Und wenn es dann passt, klappt ihr das auf und drückt es hier einfach fest. Wunderbar. Und jetzt hält es hier auch schön in eurem Buch. Perfekt. So, und wenn ihr das alles gemacht habt, ist das Grundgerüst fertig und jetzt könnt ihr dekorieren.
Dazu könnt ihr zum Beispiel hier für die Innenseiten euch Stücke in Designpapier zuschneiden in den Maßen 19,5 x 9,5. Könnt es hier so bekleben, könnt es auch mit der Rückseite bekleben, je nachdem, wie euch das besser gefällt. Könnt ihr links und rechts was hinkleben. Ich habe das hier auch so gemacht. Ich habe eine Seite freigelassen, die nächste habe ich beklebt, die andere wieder frei, die nächste beklebt. Hier auf die Laschen habe ich auch noch was draufgeklebt. Das könnt ihr euch jetzt selber raussuchen, wie ihr das gerne möchtet. Ihr könnt auch auf jede Seite was kleben. Ihr könnt da auch noch Taschen einbauen, wie auch immer. Was wir jetzt noch machen, sind diese Teile hier hinkleben. Dazu habe ich mir zwei Stücke in 10 x 5,5 zugeschnitten. Und zwar bleiben die übrig, wenn ihr hier das Designpapier euch zurechtschneidet. Da bleibt ein schmaler Streifen und der ist 5,5 cm breit. Und da habe ich mir 10 cm abgeschnitten und den klebe ich mir jetzt hier hin. Entweder klebt ihr das Plan auf oder ihr macht es als Taschen. Dann würde ich es aber nochmal mit Cardstock hinterlegen, weil sonst ist es, reißt es euch ein. Da ist ein Designerpapier zu dünn. Ich klebe es mir jetzt hier plan auf. Das ist einfach nur nochmal so zur Zierde, damit es einfach schöner aussieht. Und nicht nur dieser grüne Farbkarton zu sehen ist. Das gleiche mache ich hier hinten auch. Aber wie gesagt, das könnt ihr gestalten, wie ihr wollt. Ihr könnt da auch einen Streifen machen, von oben nach unten oder wie auch immer. Da bleibt eure Fantasie jetzt keine Grenze gesetzt. Wie gesagt, so Fotoalben, die kann man ja, ach Gott, in unzähligen Möglichkeiten gestalten und verzieren und machen und tun. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was ist es denn für ein Album? Ist es ein Babyalbum oder ist es, sind es Erinnerungen, eine Reise oder soll es ein Hochzeitsalbum werden oder. Darauf kommt es auch immer so ein bisschen an, finde ich, wie man das dann gestaltet und dekoriert. Hier vorne, wie gesagt, könnt ihr noch ein Foto reinkleben mit, also das müsstet ihr dann aber machen, bevor ihr quasi das Designpapier einklebt oder ihr klebt jetzt hier Etikett rein und schreibt drauf, für was es ist. Ihr könnt das Fenster auch größer machen, wenn ihr möchtet, ja. Das ist ja jetzt nur so ein Beispiel. Ja, und das war, wie gesagt, das letzte Projekt von unserem Workshop in Ebern. Vielen Dank nochmal an die Lena für diese tollen, wunderschönen Ideen. Also ich habe dort ganz viel gelernt und es sind super tolle Sachen dabei entstanden. Ihr habt sie ja jetzt alle gesehen. Ich werde trotzdem in nächster Zeit noch einige Mini-Alben oder überhaupt Alben euch mehr zeigen. Wie gesagt, mal ein paar so Klappmechanismen und so weiter und Laschen und Klappen und dieses und jenes. Da kommt also noch ein bisschen was. Ja, ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwo Hilfe braucht oder die Materialien bestellen wollt, dann meldet euch gerne bei mir. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Danke nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, eure Birgit. Tschüss.